Ja, jetzt ist es passiert. Ich glaube, viele hat es nicht gewundert, nach diesen wirklich schlechten Ergebnissen im neuen Jahr, nur ein Sieg aus 8 Spielen, ist es die logische Konsequenz, Glöckner zu entlassen. Das offizielle Statement von unserem FC Hansa ist schon raus und ich kann eigentlich nur sagen, dass es ja der richtige Schritt war. Am Ende muss man sagen, hatte Glöckner nie wirklich einen einfachen Stand bei uns Fans, bei mir persönlich ja auch nicht, weil ich es schade gefunden habe, dass man Hertel entlassen hat. Ihr habt es wahrscheinlich auch bei der Entlassung von Hertel gesehen unter dem Video. Da haben viele reingeschrieben: Max, warum bist du so negativ? Aber am Ende, ja, keine Ahnung, will ich jetzt auch nicht recht bekommen oder sonst was. Ist es schade, vor allem weil unser FC Hansa da unten drin steht und es jetzt richtig schwer wird, in den letzten 9 Spielen da überhaupt jetzt jemanden an Land zu holen, der das Ruder rumreißen kann. Frag mich nicht, wer dafür am besten geeignet ist. Da kann man jetzt nur spekulieren. Eure Wünsche ist mir am Ende egal. Hauptsache, wir stehen über dem Strich. Jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen. So ist der Fußball, wenn die Ergebnisse nicht geliefert werden. Und die Mannschaft auch gestern 4:0 hinten liegt nach nur 48 Minuten. Da merkst du, stimmt irgendwas auch nicht zwischen der Teamchemie. Kleiner Nachtrag noch, ich habe was vergessen zu sagen. In der Winterpause wurde ja auch keine Neuverpflichtung getätigt. Heißt, das muss ich auch Piekenhagen ankreiden lassen, dass man so Glöckners Handschrift vielleicht auch nicht wirklich lesen konnte, ist dann ein bisschen logischer. Weil er mit den Spielern, sage ich mal, arbeiten musste, die auf Hertel zugeschnitten waren. Ärgert mich natürlich auch, dass es wahrscheinlich der größte Fehler gewesen ist, Hertel zu entlassen. Nur weil es, Spekulation hin oder her, wahrscheinlich irgendwie interne Probleme gab zwischen Piekenhagen und Jens Hertel, dann seinen besten Kollegen an den Start zu holen, der noch keine Erfolge gefeiert hat, nur Drittliga-Erfahrung mit Mannheim im Tabellenmittelfeld, vielleicht mal in der oberen Tabellenhälfte gelandet und dann aber auch mit Chemnitz abgestiegen in die vierte Liga, war mir von vornherein klar, dass das nicht einfach wird. Ja, und jetzt müssen wir uns umschauen, das Beste draus machen. Wir haben ja die Länderspielpause, die man da perfekt nutzen kann. Ob am Ende auch noch Piekenhagen geht, wollte man offen lassen. Das steht zumindest aktuell in der Hansa-App drin. Ich blende es euch einmal ganz kurz ein. Wenn ihr mich fragt, bin ich da ein bisschen zwiegespalten, ob Piekenhagen jetzt direkt rausgehen soll, weil er halt mit Marin Hertel zusammen uns wirklich aus der Scheiße geholt hat. Sollte er vielleicht von selber gehen, weil er auch keine Lust mehr hat, dann ja, kann man ihm das nicht verübeln. Also man ist dankbar für alles, was wir durchgemacht haben mit 9 Jahre lang dritte Liga und sonst was. Das wird man nicht vergessen. Seine Leistungen werden honoriert. Und bei jedem Hansa-Fan denke ich immer im Kopf bleiben. Aber es bleibt abzuwarten, ob er auch noch gehen muss. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ich weiß nicht, ich bin da wie gesagt noch unentschlossen. Von mir aus einfach ein neuer Trainer erstmal und dann gucken, was daraus wird. Wenn wir nicht die Liga halten sollen, dann kann er eventuell dann auch gehen. Aber ja, das ist jetzt mein erster Eindruck. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wer jetzt unser Feuerwehrmann wird. Vielleicht gibt es ja auch schon die ein oder andere Gerüchteküche. Wenn ihr mehr wisst, lasst es uns gerne alle wissen. Der Vlog ist auch fertig. Falls ihr da noch nicht reingeschaut habt und Bock habt, wie wir da live auf diesen Untergang reagiert haben, könnt ihr euch das noch gerne reinziehen. Da sind die Worte vielleicht auch noch mal ein bisschen deutlicher und ehrlicher, weil sie halt genau in dem Moment passiert sind. Verlinke ich euch unten das Video. Ansonsten kommen jetzt richtig schwierige Wochen auf unseren FC Hansa zu. Wir müssen alle zusammenstehen, zusammenbleiben, dürfen uns jetzt auch nicht, sage ich mal, gegenseitig noch die Köpfe einhauen. Also füreinander da sein bis zum Schluss. Und entweder reicht es, die Klasse zu halten, oder wir gehen in die dritte Liga und versuchen dann da so schnell wie möglich wieder was aufzubauen, was natürlich extrem, extrem schwierig wird. Aber ich glaube noch dran, die Jungs können das. Bleibt stabil, egal welche Liga, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir müssen jetzt zusammenhalten, dürfen auch dem neuen Trainer nicht direkt wieder, sage ich mal, an den Pranger stellen, ihm jetzt eine Chance geben, wie jedem Trainer eigentlich. Aber klar, die Ergebnisse müssen kommen. Es wird jetzt wahrscheinlich der letzte Trainer kommen für die
ja, verbliebenen 9 Spiele und dann wird man sehen, wo die Reise hingeht. Also, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.